Gäste, hallo liebe Clubmitglieder, hallo Tom. Guten Morgen Dustin, hallo. Willkommen zu einer neuen Runde Aktien-Roundup, heute zum Thema Öl. Also heute gehen wir mal nach den alten Tech-Themen heute wieder so ein bisschen konservativer in die Aktienlandschaft rein. Wir werden uns gleich mal ganz kurz die Entwicklung des Ölpreises anschauen. Wir werden uns mal den einen oder anderen Titel herauspicken. Heute Morgen insbesondere Occidental Petroleum, ein großer Wert, in dem sich in letzter Zeit Warren Buffett verstärkt eingekauft hat. Jetzt über die letzten Jahre schauen wir uns gleich nochmal an. Heute Nachmittag dann ein bisschen breitere Palette, ein bisschen tieferer Blick in die Zahlen. Tom, Öl, bist du investiert? Was hältst du davon? Nicht mehr investiert, aber ich habe eine besondere Beziehung zum Öl oder zu Ölkonzernen. Der BP war damals, glaube ich, mein erster Wert, 2016 gekauft und das erste Mal tatsächlich Geld an den Kapitalmärkten verdient und seitdem nicht mehr aufgehört. Das war wirklich der Beginn einer schönen Reise, wie man also so schön sagt. Also deine erste Aktie war Öl, das ist auch gut zu sehen. Wir starten mal ganz kurz rein in den allgemeinen Chart und an den allgemeinen Ölchart. Wir sehen hier einmal, ja, wie sich WTI, es gibt ja eigentlich so 2 bis 3 große Ölsorten auf der Welt, die gehandelt werden. Eine davon ist WTI. Wir gucken uns gleich nochmal ganz kurz an, was nochmal der Unterschied ist für alle, die es interessiert. Wie hat sich der Ölpreis so entwickelt und was sagt uns der Chart? Ja, wir hatten ja die kuriose Zeit im Tief der Corona-Zeit, dass wir negative Ölpreise hatten. Ich habe es hier unten nochmal ganz kurz markiert, also ja, teilweise, je nachdem, welchen Future man sich angeguckt hat, welches Instrument man sich angeguckt hat, Preise auf um die Null oder sogar Negativpreise. Natürlich etwas kurios, hat sich aber auch nicht lang gehalten, hat sich relativ schnell und stark geändert in einen Aufwärtstrend. Generelle Euphorie nach Corona hatten wir, lockere Geldpolitik, viel Volumen im Markt, hatte dann in der Spitze und auf der Höhe dann auch dieser Konjunkturschwelle so einen Preis von um die 130 Dollar. Hing natürlich auch großenteils damit zusammen, dass wir ja, durch Auslöser des Krieges, durch erhöhte Nachfrage ja, weltweit zu sehr, sehr hohen Energiepreisen tendiert haben. Insbesondere hier in Europa, aber das hat sich natürlich in den weltweiten Märkten auch wiedergespiegelt. Das Ganze hat sich danach wieder Stück für Stück abgebaut und seither befinden wir uns in einer, ja, würde ich mal sagen, in so einer Seitwärtsphase seit Mitte, Ende des letzten Jahres und so richtig Impulse gibt es nicht. Die Nachfrage geht immer weiter zurück. Das Angebot wird erhöht, wird jetzt aktuell eher wieder etwas künstlicher verknappt. Genau, ich hatte da jetzt zuletzt auch was gelesen von der OPEC, dass da die OPEC kontrolliert das ganze Ölgeschäft ja so ein bisschen und die hatte zuletzt angekündigt, die Einsparung, die man in der Produktion angekündigt hat, noch bis Mitte des Jahres fortzuführen, sodass auf jeden Fall das Angebot noch ein bisschen auf reduzierterem Niveau unterwegs ist, das nächste halbe Jahr mindestens. Genau, wir gucken nochmal ganz kurz rein, was bedeuten die Ölsorten eigentlich, OPEC und alles, was so im Nahen Osten ist. Hier steht es auch nochmal unter Dubai Crude, ist nochmal eine Sorte, aber die beiden großen, über die man sonst generell spricht, sind Brent und WTI. Jetzt darf man nicht denken, es gibt nur 2 Ölsorten, darunter verbürgen sich ganz, ganz viele Ölsorten. Es geht eher so ein bisschen darum, was ist der Standard, wie ist die Qualität, wie kann man es so im Groben auseinanderhalten. Deswegen gibt es diese Preise, die schwanken immer mal ein bisschen mehr und weniger. Oftmals ist Brent der teurere Ölstoff, während WTI eigentlich das hochqualitativere ist. Das kommt so ein bisschen daher, ja, wie der auch die ja, Nachfrage ist, wie so ein bisschen die Konsistenz des Öls ist, wie gut das Öl auch exportiert werden kann, wie gut die Wege, wie gut die Infrastruktur ist. Ja, das ist so ein bisschen auch so ein Offshore-Onshore-Ding. Im Grunde kann man aber sagen, die beiden Preise tun sich im Allgemeinen nicht allzu viel, zumindest in den großen Schwüngen. Man sieht es hier unten so ein bisschen nochmal, ja, wie hat sich der ganze Ölmarkt entwickelt. Das gucken wir uns aber gleich nochmal in Ruhe an. Wenn man sich aber fragt, ja gut, Ölpreis oder Ölunternehmen, was ist eigentlich spannender oder warum sollte man sich das ein oder andere anschauen? Ja, dann habe ich mal diese Übersicht hier mitgebracht. Wir haben hier mal 3 Unternehmen im Überblick. Zum einen haben wir hier US Oil und also dieser WTI-Preis, den wir hier sehen. Dann sehen wir zum anderen hier in Orange ExxonMobil, also eigentlich mit das größte Unternehmen rund auf dem Ölmarkt. Und wir haben Occidental Petroleum, über die wir gerade eben schon gesprochen haben. Und was wir ganz gut sehen können, es gibt zwar Schwünge nach oben und Schwünge nach unten. Im Kern verhalten sich aber Ölpreis und Ölunternehmen sehr, sehr ähnlich. Es gibt immer mal wieder
positive Effekte nach oben oder unten, je nachdem, wo man ansässig ist, wie gut man produzieren kann, wie gut man seine Kosten im Griff hat, wie gut man auch umgestellt hat. Im Kern sieht man aber ganz gut, ja, dass der Preis des Öls und ja, die auch die Unternehmen im Großen und Ganzen eigentlich mitschwingen. Ja, man sieht das wirklich ganz schön, dass das Unternehmen operativ wirklich exzellent aufgestellt sein kann. Aber man hat das jetzt auch besonders im letzten Geschäftsjahr gesehen, dass wenn der Ölpreis nicht mitspielt oder der Ölpreis einfach ein bisschen rückläufig ist, dass das ganze Geschäft halt, ich will nicht sagen zusammenbricht, aber Umsätze rückläufig sind und dementsprechend natürlich auch Gewinne und operative Gewinne deutlich rückläufig sind. Wir sehen das ja gleich noch. Ja. Warum gucken wir uns heute Occidental Petroleum an? Ja, wir haben zum einen gehört, es gibt große Investments von Warren Buffett, der ja nun mal so ein kleiner Guru in dem Markt ist, wo man bei größeren Investments schon mal hinschauen sollte. Ja, zum anderen ist es aber auch ein ganz spannender Wert, der in den letzten Jahren ziemlich viel Wandel durchlebt hat. Wir gehen gleich nochmal kurz auf die Geschichte ein. Wenn man den Chart von Occidental Petroleum nochmal anschaut, und ich habe ihn an der Stelle nämlich nochmal mitgebracht, dann sieht man ganz gut, dass ja, sich da auch rein charttechnisch so ein bisschen was auftut. Hier ist es nochmal so ein bisschen abgezeichnet. Und was wir zum einen halt sehen können, ist, ja, so im Großen und Ganzen bahnt sich hier so eine kleine V-Formation an, könnte man behaupten. Natürlich muss man an der Stelle immer wieder sehen, wenn man das hier so mal sich einzeichnet, vielleicht auch mit so einem kleinen ja, Boden, der sich hier gebildet hat und aus so einer Richtung gekommen ist, dann ist es so eine abgeflachte V-Formation, die zum einen so ein bisschen zeigt, ja, wir hatten zwar Tiefs und auch so kleine Hochs hier, aber im Großen und Ganzen befinden wir uns eigentlich in so einer Kernkonsolidierungsphase, die sich hier wieder so eingeprägt hat. Also auch hier in diesem Rechteck kann man das eigentlich ganz gut sehen und das ist das oder eigentlich die ähnlichen Niveaus, die man auch vor der Zeit gesehen hat, so um die Jahre 2018. Potenzial für Aufstieg gibt es hier immer oder für erhöhte Preise, kommt so ein bisschen aber darauf an, wie man natürlich den Ölpreis einschätzt. Haben wir gerade eben im Chart gesehen, dass beides hängt sehr, sehr, sehr stark ja, aneinander und beides, muss man auch ganz deutlich sagen, ist sehr abhängig voneinander. Und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, auch wenn hier der eine vielleicht mehr an den Kosten optimieren kann, der andere weniger an den Kosten optimiert, der andere vielleicht mehr auch auf Dividenden setzt oder. Im Kern hängt das Ganze voneinander ab. Trotzdem zeigt sich hier ein ganz gutes Bild oder ein ganz stabiles Bild auch trotz zuletzt eher rückläufiger Ölpreise. Und jüngst ja tatsächlich auch eine Untertassenformation, oder das sind? Man könnte es fast meinen, ein bisschen zu spitz würde ich fast sagen, ja. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass sich halt hier dieses V, was sich hier ausgebildet hat, auch so ein bisschen gehalten hat. Man könnte sagen, hier könnte ein Ausbruch bevorstehen, allerdings sind wir hier in einem relativ breiten Feld, in einem Wochenchart, muss man auch sagen. Und auch hier diese Formationen sprechen halt alles so in dem Rahmen für eine Konsolidierung mit potenziellen Impulsen, natürlich abhängig vom Ölpreis. Bevor wir weiter reingehen, gehen wir nochmal ganz kurz auf diese Frage ein. Ja, Ölpreis, wo geht es denn hin oder was könnte da die Richtung sein? Wir hatten das Gleiche ja mal vor einigen Wochen auch ein bisschen mit dem Thema Gold gemacht und haben eigentlich so ein paar Statistiken hier mitgebracht, was man an der Stelle ganz gut sehen kann. Ja, nach der Euphorie und dem Geld Segen der letzten Jahre rund im Öl, in der Ölindustrie, versucht man jetzt den Preis seinem Nutzen zuzuführen und das sieht man ganz gut in diesen Akquisitionen, die im letzten Jahr stattgefunden hat, also große und Konzerne, die angefangen haben, kleinere wieder zu akquirieren, Merger zu machen, also zu fusionieren und das ist das zweithöchste Niveau seit 2012 und da sieht man schon ganz deutlich, dass man halt schon versucht diesem oder weiß, dass es jetzt mal so ein überschwängliches Momentum war, dass nicht nachhaltig der Ölpreis wahrscheinlich auf so hohen Niveaus bleiben wird, zumindest nicht in der kurzfristigen Historie und man daher versucht, das Business auf anderer Seite wieder zu optimieren. Man hat das ja auch ganz schön gesehen. Man hat so auf der einen Seite hat man die ganz Großen gesehen, wie ExxonMobil oder Chevron, die wirklich gigantische Übernahmen im zweistelligen Milliardenbereich getätigt haben. Aber wir haben auch Unternehmen aus der zweiten Reihe gesehen, wie zum Beispiel Occidental, die auch Übernahmen über, ich glaube zuletzt waren es 12 Milliarden US-Dollar gemacht haben. Das heißt, der gesamte Sektor ist so ein bisschen in Konsolidierung gerade. Auf jeden Fall interessant, jetzt ins neue Jahr zu starten mit den neu gemischten Karten, könnte man sagen.
Genau, wenn man sich so ein bisschen die Historie anguckt, ist das nämlich gar nicht unüblich, dass das auch passiert. Das ist jetzt mal weit zurückgebracht und ist natürlich auch so ein bisschen in verschiedene Richtungen geprägt, wo es hierher kommt. Also man sieht hier unten nicht umsonst so ein bisschen Militär und Intervention. Was aber diese Grafik ganz gut zeigt, ist, ja, dass Ölproduktion an sich natürlich nichts Neues ist, aber dass es schon lange Zeit auch immer wieder Phasen gab, in denen größere Ölfirmen nach Zeiten, in denen es gut oder auch mal schlecht lief, fusioniert haben. Fast alle großen Konzerne kommen eigentlich ursprünglich aus einer Fusion. Man sieht es hier so ein bisschen Royal Dutch und Shell, einer der größten Konzerne, die wir in Europa haben. Wir haben Exxon und Mobil, die jetzt Exxon und Mobil sind. Wir haben ja auch große Konglomerate im Nahen Osten, kann man sagen, natürlich mit Saudi Aramco, die das Größte, glaube ich, ganz generell darstellen. Man sieht aber halt ganz gut, ja, dass diese wellenartige Bewegungen rund um Öl in dem Ölmarkt ja doch auch relativ lange schon Bestand haben. Man sieht ja aber auch an Rockefeller, man sieht ihn ja oben auf dem Bild, dass Staaten dann aber ab einer gewissen Größe auch sagen, okay, das ist uns zu groß für Ölkonzerne und die dann auch aufsplitten. Man sieht das da oben ganz schön, das Bild von Rockefeller und der Text daneben. Das ist ja der riesige Ölkonzern aus den USA, Standard Oil, der in sechs kleinere Unternehmen aufgesplittet wurde, woraus jetzt der heutige Ölmarkt in der westlichen Welt so ein bisschen Ja, rauskommt. absolut. Wie sieht es ganz generell mit dem Wachstum aus? Das ist hier mal so ein bisschen versucht oder ist hier ein bisschen versucht heruntergebrochen. Man sieht es nämlich auf der Stelle, dass der Markt natürlich zum einen sehr, sehr groß ist und zum anderen wir aber nur ein relativ beständiges Wachstum haben von 6 bis 7%, immer wieder mit starken Schwankungen. Wenn man sich aber die generelle Größe des Ölmarktes anguckt, dann ist das immer relativ schwer, das Ganze greifbar zu machen. Ich habe es gerade eben ja mal erzählt, wir haben uns in den letzten Wochen ja auch Gold angeguckt, die sich seither ja auch so ein bisschen wieder wirklich nach oben entwickelt haben. Aber wenn man sich das Ganze mal im Vergleich anguckt, also sowohl Eisen, Öl, Eisen, Gold, Kupfer, Aluminium, also alles, was groß ist, was auch öfter im Gespräch ist und sich dagegen halt den Ölmarkt anschaut, dann sieht man wirklich, was das für eine absolute Reichweite hat. Wir wissen es zwar im Alltag und wenn wir mal so ein bisschen in den Alltag schauen, dann wissen wir auch, wofür wir es meistens nutzen. Also zum Tanken, für Kraftstoff, für Diesel, zum Fliegen, aber er wird es natürlich auch als extrem großen Bestandteilen in der Kunststoffproduktion eingesetzt. Wir haben uns, glaube ich, vor 2 Wochen ja auch mit BASF beschäftigt und da uns ja auch angeguckt, okay, wie spielen diese erhöhten Energiekosten generell in dem Unternehmen eine Rolle? Natürlich zum einen in der Produktion, aber zum anderen auch in den Verbundstoffen, die man benötigt. Und das ist immer wieder ein großes Thema und es bleibt tatsächlich auch ein Thema. Also auch wenn alles immer nachhaltiger wird, grundsätzlich man merkt, dass der ja vielleicht auch insbesondere in Europa dieser Plastikkonsum so nach und nach zurückgeschraubt wird, merkt man, dass wir aktuell noch in einer Phase sind, ja, wo ein Großteil halt den Bedarf von Öl hat, auch in der Produktion. Später haben wir noch mal ganz kurz eine Grafik, ich springe mal kurz rüber, in der auch gezeigt wird, ja, wie sich so generell dieser Ölbedarf entwickelt. Man sieht nämlich zum einen, dass wir natürlich einen großen Aufschwung hatten 2022, 2023. Hier wird so ein bisschen erwartet, das ist eine Statistik von Bloomberg, dass das Ganze in den nächsten Jahren abnehmen wird. Was wir aber sehen, wir sind noch nicht in einem Momentum, wo wir rückläufig sind. Das heißt, aktuell nimmt das Wachstum der Nachfrage weiterhin zu. Wir haben eine weiterhin global wachsende Wirtschaft und wir sind noch nicht in einem Momentum, in dem man von dem sogenannten Peak Oil spricht, sondern so wo wir quasi den Höchststand der Ölproduktion erreicht haben. Das heißt, der scheint noch zu kommen und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage nach Öl weiterhin sehr, sehr groß, und das treibt auch weiterhin die Preise an. Bring nochmal zurück zu dem, wie sich das in den USA entwickelt hat. Wir sind ja jetzt mit Occidental Petroleum insbesondere in den USA tätig, auch wenn größere Bestandteile der Raffinerie, da kommen wir gleich kurz zu, im Nahen Osten unterwegs sind. Man sieht ganz gut, wie wichtig auch den USA der Ölmarkt ist, denn man hat ja nach einer jahrelangen Abnahme der Produktion Verfahren entwickelt, Explorationen vergrößert, um das Ganze quasi wieder in die Höhen zu treiben. Mittlerweile ist man wieder der größte Ölproduzent der Welt. Fracking ist da ein großes Thema, ist ein Umweltthema, ist halt aber auch ein Thema der Effizienz rund um den Ölmarkt. Und wir wissen es, wie wichtig den USA
der Ölmarkt ist. Wir sehen es aber auch global, auch hier in den unteren Ketten, dass eigentlich ganz global nahezu alle und alle Länder eine erhöhte Ölproduktion über die letzten Jahre aufgebaut haben. Nur Europa fehlt so ein bisschen, ne? Da sind wir so ein bisschen, also in Norwegen und oben in den nördlichen Staaten geht das ja, aber wir Zentraleuropa sind da so ein bisschen hinten dran. Wir haben definitiv nicht die Mengen quasi, die man in anderen Ländern gut zu sehen hat. Auf jeden Fall. Wie spiegelt sich das im Preis wider? Auch das ist ganz, ganz spannend, weil natürlich eine erhöhte Menge nicht unbedingt der gleiche Preis bedeutet, den man zur Förderung braucht. Insbesondere im Nahen Osten kann man also sehr, sehr günstig Öl fördern. Das sind so die Durchschnittspreise, die man sich so quasi bei der Exploration zurechnen kann. Ab dem man profitabel quasi produzieren kann, ab welchen Ölpreisen. Und da sieht man halt ganz gut, unten im Nahen Osten, da ist man mit den Preisen sehr, sehr niedrig, während man halt hier oben in Nordamerika schon doch deutlich erhöhte Preise hat. Du hast gerade eben Norwegen angesprochen, auch die auf einem höheren Niveau. Ja, und in den UK braucht man sogar so um die $50. Wir sind überall quasi aktuell weit drüber, aber wenn man halt sagt, okay, wo ist man profitabel und warum haben die Unternehmen in den letzten Jahren so stark abschöpfen können, dann sieht man die Differenz auch zwischen $36, $41 natürlich zu $120. Wir sehen es aber auch sehr, sehr stark halt hier unten im Nahen Osten. Und das sehen wir auch immer jährlich an den gigantisch hohen Gewinn, die Saudi Aramco erzielt. Ja, das ist Saudi Aramco, macht gerne mal die Grafik auf. Das ist wirklich der Gigant der Ölindustrie, nimmt da wirklich einen riesen Teil des Geschäfts für sich ein und kann natürlich dementsprechend auch den Markt beeinflussen mit Angebot, Angebotsrückgängen oder Angebotsausweitung. Das ist wirklich ein bedeutender Player auf dem Markt. Absolut gigantisch. Also auch wenn die USA in Summe mit ihren Konzernen etwas größer sind in der Ölproduktion, sieht man doch, dass das Ganze halt hier auch über dieses Monopol sehr, sehr stark gesteuert wird. Und das halt insbesondere auch aus dem Hintergrund, dass man hier halt sehr, sehr günstig produzieren kann, aber natürlich auch, dass der Großteil der generellen Staatseinnahmen in diesem Bereich über die Öleinnahmen erzielt werden. Kurz dazu, wie verhält sich das Ganze mit dem Thema Umwelt? Das haben wir heute noch nicht so stark angesprochen. Es zeigt sich aber ganz gut, dass in vielerlei Hinsicht, zumindest je nachdem, wen man fragt, das Ganze noch nicht so d'accord ist mit dem, was man sich teilweise für Ziele gesetzt hat. Man sieht hier einmal das 1,5-Grad-Ziel und das 2-Grad-Ziel. Und die Kurven, wie sich quasi die Produktion verändern müsste, um diese zu erreichen. Wir sehen natürlich, insbesondere bei der Kohleproduktion ist das Ganze prognostiziert rückläufig. Auch da ist der Fokus, glaube ich, relativ gut darauf gelegen, dass diese Produktion sehr, sehr stark zurückgenommen werden muss. Man sieht aber auch ganz deutlich, dass das beim Öl und beim Gas noch nicht so ein großes Thema ist. Das heißt, da gehen die Zweige noch sehr, sehr stark auseinander. Fraglich, ob sich das natürlich in den nächsten Jahren verändert oder nicht. Wir haben immer wieder zunehmende Probleme durch den Klimawandel und dementsprechend natürlich auch Maßnahmen, die gegebenenfalls getroffen werden müssen. Die Ölkonzerne werden öfter auch zur Kasse gebeten, indem man sagt, okay, ihr müsst für Schäden aufkommen, ihr müsst für neue Energien aufkommen, ihr müsst investieren, ihr müsst eure Gewinne anders nutzen. Das ist je nach Land nochmal unterschiedlich, aber grundsätzlich muss man sagen, ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn man jetzt ganz generell auch aus einer Investmentbrille auf das Thema blickt. Denn sofern die Produktion grundsätzlich runtergefahren werden muss, kann das zweierlei Dinge bedeuten. Zum einen, dass sich die Industrie immer mehr und mehr verabschiedet von dem Thema Öl und Gas. Oder zum anderen aber auch, und das ist so ein bisschen das, was auch die nächste Grafik mitschwenkt, es gibt generell immer noch hohe Nachfrage. Man findet nicht mehr Öl, man möchte auch nicht mehr Öl produzieren. Das heißt, das wäre ein Faktor, der die Preise natürlich letztendlich deutlich in die Höhe schnellen lassen würde. Wie sieht es hier nochmal in dieser schönen Grafik von Bloomberg? Also die Maßnahme oder die Häufigkeit oder die Menge, an denen neue Ölfelder erschlossen werden, die ist sehr, sehr rückläufig. Aktuell gehen die Prognosen davon aus, dass man dem aktuellen Bestand man auch das Jahr 2050 quasi nicht erreichen kann mit den aktuellen Ölreserven. Das gab es zwar immer schon mal wieder und wir sehen diese riesigen Mengen, die wir verbrauchen in den Folien zuvor. Das heißt, ich bin da immer ein bisschen skeptisch, wie gut man das Ganze abschätzen kann bei den gigantischen Mengen, die wir auch verbrauchen aktuell. Grundsätzlich muss man sagen, haben wir aber auch mit dem Klimaziel natürlich noch andere Faktoren, die grundsätzlich darauf schließen lassen, dass diese Produktion heruntergefahren werden muss. Und
all das spricht so ein bisschen für einen erhöhten Ölpreis, es sei denn, man schafft es schnell, sich generell von dieser Technologie zu verabschieden. Man sieht das ja auch wirklich ganz schön, dass selbst die großen Ölkonzerne in den USA seit Jahren in erneuerbare Energien investieren. Das Hauptgeschäft ist natürlich, wir sehen es auch gleich nochmal bei Occidental, Hauptgeschäft ist natürlich immer noch Öl und Gas, aber man ist auf jeden Fall bemüht, da bei der Wende dabei zu sein und am Ende auch einer der Profiteure zu sein. Aber wo eine Nachfrage ist, ist auch ein Angebot. Wir brauchen halt im Moment noch das Öl, ne? Genau, wir starten mal rein in die Geschichte, nachdem wir uns jetzt gesagt haben, okay, wir wissen ganz genau, warum man sich mal zumindest mit dem Thema mal beschäftigen sollte. Genau, ja. Gegründet wurde Occidental Petroleum, unser Wert heute 1920. Es war sehr lange sehr ruhig um das Unternehmen und es war einfach nur, hat vor sich hingedümpelt, würde ich mal sagen, als ein unprofitables Bohrunternehmen, bis dann Armand Hammer dazu kam, der wollte das Unternehmen eigentlich nutzen, um als Steuerschlupfloch nutzen, um quasi mit den Verlusten, die das Unternehmen schreibt, Steuern zu sparen. Es hat sich dann, der Plan wurde so ein bisschen umgeworfen, nachdem das Unternehmen relativ kurz nach seinem Eintritt auf Erdöl- und Erdgasvorkommen gestoßen ist. Und das war so ein bisschen der Anstoß, der dann auch Hammer dazu bewegt hat, das Geschäft weiter zu verfolgen und einfach das Geschäft zu starten oder vor allem auch international zu starten. Wir sehen es jetzt hier auch gerade, eine libysche Ölkonzession, die Hammer damals persönlich ausgeschrieben bekommen hat vom libyschen Staat, war damals ein starker Wachstumstreiber. Wir haben das gesehen, eben wie günstig man produzieren kann im Nahen Osten. Und das war so ein bisschen auch dann am Ende der Anstoß. Man hat sich dann sehr stark diversifiziert. Hammers Interesse war es dann immer so ein bisschen, sich einfach unabhängiger gemacht zu machen vom Rohöl. Man hat das ja gesehen, dass das teilweise wirklich sehr volatil dazugeht. Man hat dann teilweise auch in Fleischproduktion und ähnliche Sachen diversifiziert. Die ganze Geschichte war so ein bisschen Hammers Idee und die wurde dann so ein bisschen auch eingestampft nach seinem Tod. Und der Nachfolger, Irani war das damals, hat dann in seinen 20 Jahren einfach so ein bisschen darauf geachtet, okay, wieder zurück zum profitablen Öl- und Gasgeschäft. So dass das Unternehmen zur Jahrtausendwende auch zum größten Ölkonzern in Texas und Kalifornien aufsteigen konnte. Und ja, und einfach so ein bisschen weitergemacht hat. Immer wieder quasi Joint Ventures gegründet hat, die Operation immer erweitert hat. Man ist dann 2005 wieder zurück nach Libyen, nachdem es da lange Zeit Embargos aus den USA gab und hat so ein bisschen diesen Mittleren Osten wieder erschlossen. Dazu kamen dann noch Explorationsrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die das Wachstum dann weiter gesteigert haben. Dann bei Occidental, ganz interessant, kam 2016 Vicky Hollub als erste Frau eines großen US-Ölkonzerns an die Spitze als CEO und hat so ein bisschen diese ganze New Technology, das heißt so ein bisschen Carbon Capture so ein bisschen vorangebracht. Und ich würde fast sagen, das war am Ende auch so ein bisschen der Eintrittspunkt dann am Ende von Warren Buffett 2019. Warum er am Ende eingetreten ist, ist ja, glaube ich, gewesen, weil er eine Übernahme mit unterstützen wollte. Und er hat natürlich nicht wie wir es machen würden, einfach seine Aktien gekauft an der Börse, sondern das sind riesen Aktienpakete gewesen, Preferred Shares, die er dann auch deutlich höhere Dividendenrenditen haben. Wir beide hätten dann wahrscheinlich auch investiert. Ich hatte da was von 8% Dividendenrendite auf den Einstiegskurs gesehen. Und man sieht das ganz schön, Warren Buffett ist viel dabei, in den letzten 3 Jahren dazu zu kaufen und ist behördlich dazu in der Lage, 50% des Konzerns zu übernehmen. Und das Unternehmen macht ja jetzt auch schon, ich glaube, die sechstgrößte Position bei ihm im Portfolio aus. Und ja, Genau. sehr interessant auf jeden Wir Fall. werden es gleich nochmal ganz kurz anschauen, warum Warren Buffett jetzt wirklich investiert haben könnte. Das ist natürlich eine Vermutung. Wir haben es gerade eben gehört. Es war nicht so, dass er klassisch ein Investment getätigt hat, sondern hat eine Übernahme mitfinanziert, hat dafür Warrants bekommen, hat 8% Dividendenrendite auf seine Shares bekommen, mit Optionen auch weitere zu kaufen. Das heißt, abseits vom ganzen Geschäft und rund um das Ölgeschäft vielleicht, war das einfach auch ein attraktiver Einstieg, bei dem Liquidität gefragt war, die er dann liefern konnte. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und Tom hat es angesprochen, ja, dass er ganz grundsätzlich auch in Ölfirmen weiter investiert.
Wie sieht es gerade aktuell bei Occidental Petroleum aus? Das sind eigentlich so die großen Geschäftsbereiche, die es gibt. Es gibt das Öl- und Gasgeschäft, also das klassische Geschäft, das wir uns auch unter einem Ölkonzern vorstellen. Dann gibt es OxyChem, das ist so ein bisschen der Chemikalien-Part des Unternehmens. Also da geht es auch wirklich darum, ja, wie werden Chemikalien hergestellt für weitere Industrieprozesse. Ein bisschen vergleichbar auch mit dem Geschäft, was wir bei BASF auch gesehen haben. Und dann gibt es noch Oxy Midstream, auch ganz interessant. Also da geht es nicht nur darum, wie halt Öl erschafft wird oder exploriert wird, kann man so sagen, sondern auch darum, wie man das Ganze halt weiter vertreibt. Werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Dann wird es nämlich ganz spannend. Wir haben ungefähr 56 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, also so ein mittelgroßer Ölkonzern, kann man sagen. 1,2% Dividende jetzt wieder, kann man meinen. Die wurde vor kurzem mal deutlich eingestopft. Kommen wir gleich nochmal kurz zu. Im letzten Geschäftsjahr war das Geschäft eher rückläufig, muss man sagen, was sich nicht so deutlich im Aktienkurs widerspiegelt. Warum war das so? Ja, wir kommen aus einer Phase, wir haben es gesehen, hohe Ölpreise, überproportional gutes Geschäft. Also wir haben sehr, sehr viel Geld verdient mit sehr, sehr hohen Ölpreisen und das Ganze hat sich jetzt einfach so ein bisschen wieder normalisiert. Grundsätzlich haben wir immer noch eine hohe Marge von um die 70%, 68%, auch wenn sie jetzt zurückgegangen ist. Auch die Profitmargen sind zurückgegangen. Trotzdem hat man ordentlich was an Geld verdient. Also man hat einen Gewinn von 3,77 Milliarden Dollar gemacht und insbesondere halt im Cashflow-Bereich sehr, sehr viel Gewinne auch erzielen können, also Zugewinne erzielen können, muss man sagen. Warum ist das so wichtig? Warum ist der Free Cashflow immer so wichtig? Naja, am Ende geht es darum, wie man aktuell aus einem Unternehmen, was ein sehr profitables Geschäftsmodell hat, Cash generieren kann, um es für weitere Zwecke zu nutzen. Also Aktienrückkäufe, Dividendenauszahlungen, Investitionen in bessere Technologien, all das muss gerade passieren. Es geht weniger darum zu gucken, wie kann man sein eigenes Produkt absetzen. Das ist nicht so wichtig bei den Ölkonzernen, denn die wissen relativ einfach, wie man dieses Produkt halt weiter vertreibt. Es geht eher darum, halt, wie man das Geschäft aufbaut, Kosten reduziert und einen hohen Cashflow erwirtschaftet, um es zum einen an die Aktionäre rückfließen zu lassen und zum anderen halt, ja, das Geschäft auch so ein bisschen in die Richtung umzuwandeln, dass man nachhaltig profitabel agieren kann. Das Ganze gibt es zu einem KGV von 15, was relativ günstig ist, auch so in der Branche. Es ist aber halt auch nicht der allzu, also es ist jetzt nicht so, dass man einen super Schnapper hier hat. Wir wissen es, 15 Jahre braucht man also mit dem aktuellen Gewinn, um den Kurs wieder zu erwirtschaften. Jetzt haben wir gerade eben gehört, 2050 würden uns gegebenenfalls die Ölreserven ausgehen. Also das könnte noch so knapp hinhauen, aber man muss schon sehen, dass sich hier natürlich so ein bisschen was auch wandeln muss im grundsätzlichen Geschäftsmodell des Unternehmens. Wo verdient man Geld? Das haben wir uns gerade eben angeguckt. Öl und Gas, OxyChem, Midstream und es gibt diese Low-Carbon-Geschichten. Wenn man das Ganze wirklich mal sich aber im Geschäftsmodell und den Preisen des Geschäftsmodells anschaut, dann sieht man ganz gut, ja, wie profitabel das natürlich im Jahr 2022 war. Also hier sieht man in dem Revenue-Segment Großteil aus den United States, ein bisschen was international, ich glaube insbesondere auch aus dem Nahen Osten, Mittleren Osten dort erwirtschaftet. Jetzt kann man hier auf der Ecke sehen, ja, was waren so ein bisschen das, was man im Jahr 2023 verdient hat, wo gab es so ein paar Probleme. Naja, der Preis ist einfach zurückgegangen fürs Öl und dementsprechend sind auch die Umsätze hier zurückgegangen, obwohl man aber weiterhin die Postproduktionsvolumen auch erhöhen konnte. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, die Grafik zeigt es wirklich ganz gut, was da für den Umsatzrückgang und für den Gewinnrückgang am Ende verantwortlich war. Das Volumen konnte gesteigert werden, man sieht das da ganz schön. Und die Preisrealisation, die durchschnittlichen Verkaufspreise gingen einfach zurück. Sehr absehbares Geschäft, würde ich eigentlich sagen. Genau. Im nächsten, hier sieht man nochmal, dass man trotzdem, wie gesagt, profitabel operiert, dass man auch seinen Cashflow so ein bisschen nach vorne steht, dass man die Produktion weiter ausbauen konnte. Kommt zuletzt auch ein bisschen daher, dass man wirklich große, große Ölfelder besitzt und jetzt auch neue akquiriert hat. Es gab wieder neue Übernahmen, man hat also sein Geschäft wieder so ein bisschen erweitert. Ist einer der größten Landbesitzer, kann man sagen, also insbesondere im Golf von Mexiko, aber halt auch in Zentral-USA besitzt man große Felder, in denen man auch Öl produziert in verschiedenen Maßnahmen. Es gibt neue Pumpen, die man gekauft hat. Es gibt neue Felder, die man hier wirklich integriert hat und man baut sein Geschäft und seine Produktion hier weiter aus und schafft es dementsprechend auch, ja, wirklich diesen
Geschäftsprozess auch mit Akquisitionen so ein bisschen weiter zu optimieren. Man sieht es hier, CrownRock auch in Zentral-USA aktiv gewesen, nahe der Felder, die man sowieso schon hatte. Das heißt, man hat gesagt, es gibt hier einfache Integrationen, man ist sowieso in den Bereichen aktiv, man kann die Profitabilität erhöhen, man kann die Margen erhöhen, man sieht es hier oben so ein bisschen und man schafft es halt dadurch auch einfach breiter und rentabler aufgestellt zu sein. Wie sieht das Ganze in der Dividendenhistorie aus? Ja, wir haben gerade eben über das gesprochen, was dem Shareholder am Ende zurückfließen soll. Das war in den letzten Jahren ein bisschen dürftig. Also man hat jahrelang eigentlich wirklich hohe, hohe Preise gezahlt. Dann ja, gab es diesen deutlichen Einbruch hier. Man hat es reduziert auf knapp, glaube ich, 1 Dollar Cent. Pro genau. Quartal, genau. Damit man quasi nochmal seine Beständigkeit des Dollars, des Dividendenzahlens hier aufrechterhält. Allerdings natürlich ein deutlicher Einbruch. Jetzt wird das Ganze so langsam wieder gesteigert und das ist auch so ein bisschen den Plan, den man für die Zukunft weiter verfolgt. Eventuell auch einen Plan, den halt Warren Buffett jetzt auch so ein bisschen mitgestaltet, denn er hat seine Anteile quasi an dem Unternehmen zuletzt wieder erhöht. Er hat vermehrt investiert, auch in klassische Aktien investiert, hat so wie gesagt zudem auch in Chevron investiert und das Ziel ist hier ganz klar, dass er langfristig an einen erhöhten Ölpreis glaubt, an einen höheren Ölpreis glaubt und da auf Unternehmen setzen, die ja das auch umsetzen können und trotzdem so ein bisschen zukunftstechnologisch aufgestellt sind. Man sieht es ganz gut, die Payout Ratio ist nicht allzu hoch, also man hat noch so ein bisschen Puffer aktuell dort wirklich in auch neue Technologien zu investieren, in neue Explorationen zu investieren, um einen großen Teil der Produktion weiter aufrechtzuerhalten. Wir haben nochmal die Pro- und Kontraliste zusammengestellt. Wir werden das Ganze heute Nachmittag nochmal ein bisschen intensiver in Zahlen, Daten, Fakten anschauen. Auch ein bisschen im Vergleich zu den großen Ölkonzernen. Wir haben auch noch ein spannendes Unternehmen im Midstream-Bereich. Also wir gucken uns ja so ein bisschen auch rechts und links vom Tellerrand das Thema nochmal an. Ich glaube, wer grundsätzlich keine moralischen Bedenken hat bei den Ölkonzernen und wer grundsätzlich halt an einen längerfristigen Ölpreis glaubt, der kann sich zumindest mit den Unternehmen nochmal genauer beschäftigen. Wer sagt, Öl ist gar nichts für mich? Ich muss sagen, ich persönlich habe auch kein einziges Ölunternehmen in meinem Portfolio. Ich weiß auch nicht, ob es jemals dazu kommen wird. Ich bin, was das Thema gibt, ein bisschen skeptisch. Ihr wisst, ich stehe so ein bisschen eher auf Digitalisierung, auf neue Technologien. Aber man sollte sich das Thema zumindest trotzdem mal angucken. Und das werden wir uns heute Nachmittag anschauen, dann in unserer Aktienwerkstatt. Wie gesagt, wir gucken uns mal generell die Ölriesen an. Dann nächste Woche Market Roundup um 10.30 Uhr und nachmittags um 16.45 Uhr am nächsten Dienstag. Ihr bekommt noch eine Einladung. Dazu gibt es eine Einführung in die TWS, in die Trader Workstation. Dort werden wir uns so die wichtigsten Funktionen einmal anschauen. Wie gesagt, das um 16.45 Uhr. Hier stand nämlich noch 10.30 Uhr. Das am nächsten Dienstag. Eine Einladung dazu folgt noch, da gucken wir uns wirklich die Handelsoberfläche an. Wir haben ein bisschen überzogen und an der Stelle verabschieden wir uns deshalb schon. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin.